Wann haben Sie es zuletzt getan? Die schönste Nebensache der Welt. Küssen natürlich. Heute wird ihm ein ganzer Tag gewidmet. Es ist nämlich der Tag des Kusses. Und wie sieht es bei Ihnen aus, möchte ich fragen. Ich fange direkt mal bei dir, Lukas, an. Wann hast du deinen ersten Kuss bekommen und was war es für ein Kuss? Oh, ich war 13 und es war auf einem großen Stein an einem See in Schweden. Wie hieß sie? Oh nein! Oh nein! Oh. Aber wie groß waren die Brüste? Da könntest du antworten. Sie war 14. Oh. Und ich war erst 13. Das war, allein das war schon spannend. Aufregend. Und bei dir? Heute ist immer was für die reiferen Frauen. auch 13. Auf einer Tischtennisplatte im Hochsommer. Auf dem Innenhof unseres Gymnasiums in Hildesheim. Und sie hieß Stefanie. Den Nachnamen, vielleicht möchte sie mit mir nicht in Verbindung gebracht werden. Den Nachnamen sage ich jetzt nicht. Kerstin! Sie hieß Kerstin! Da ist sie. Okay. Schwein gehabt, Freund. War es eine Tischtennisplatte zum Ausklappen, wo es ein bisschen wackelig war? Oder war es eine sehr feste Tischtennisplatte? Es war eine dem Anlass entsprechende Schulhofplatte, die auch einen Atomkrieg überleben würde. Und größte Erschütterung. Jetzt die Frage an dich. Was niemand gedacht hätte. Ich war die Späteste hier in der Runde, ich war nämlich 15. Es war Mitte der 80er Jahre, die Eisdisco in Berlin war schwer angesagt. Der französische Austauschschüler Olivier hatte sich in mich verliebt und ich mich in ihn. Und ich habe mich bei der ersten Runde noch nicht getraut. Ich habe den Mund einfach noch zugemacht. Aber dann hat alles seinen Weg genommen. Ja. Und was viele nicht wissen, an diesem Abend mit Olivier und Marlene ist die europäische Idee entstanden. Das bringt mich zu einem Gedanken, ich zeige das gleich. Unter einem Post von mir hat jemand kommentiert, was, sie ist schon 15? Ich war 24, als sie ihr erstes Kind bekam, jetzt bin ich 52, hat jemand darunter geschrieben, wo ich dachte, okay, der Rechenfehler ist ja, auf jeden Fall war das etwas irritierend, nein, ist es. Wie kommt sie jetzt da drauf? Weil die Idee, der europäische Gedanke auch schon etwas länger ist. Entschuldigung. Lass uns knutschen. Einfach das Letzte weg. Weg ignorieren. Du machst weiter. Die machen weiter. Küsse kann man nicht alleine. Also ich kann mich bestimmt noch an meinen ersten Kuss erinnern. Das waren Schmetterlinge im Bauch. Ja, ja, klar. Und sag ja auch den Was schön war auf dem Pausenhof. Die erste Kuss. Ja, das ist lange her. Aber ich kann mich das noch erinnern. Ja. Und da kam ich von der Schule und mit meiner neuen Freund. Und dann, gerade bevor wir am Bus einstiegen, da hat er mir einen Kuss gegeben. Und dann habe ich gedacht, meine Liebe, ist das Kussen? Denn dazu brauche ich einen anderen Mund. Aber es kommt noch dazu, meine Mutter ist Lehrerin bei mir in der Schule gewesen. Und sie hat dann irgendwann während dieses Kusses mir auf die Schulter geklopft tatsächlich. Es war dann ein bisschen peinlich. Ich glaube, es war im Kino. Ja, so ganz klassisch im Kino. Ja, so Händchen und Umarmung und dann der erste Kuss. Küssen ist wunderschön. Ich will dich einfach nur küssen.